So, herzlich willkommen zur 27. Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge haben wir das Dungeon-Item, den Gleiter, erhalten und können nun an solchen Schienen hier entlang gleiten. Und damit können wir nun auch den Boss erreichen. Aber erstmal checken wir den Raum hier ab. So. Oh Mann, nee. Ich meine, ja gut. Holen wir uns die Kiste hier mit. Mit wahrscheinlich. Ja, das sind eh wahrscheinlich nur Rubine drin. Den Schlüssel kommen keine mehr, außer der Boss-Schlüssel. Es kommt aber noch ein Herz da. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Außer es ist gleich da. Dann ersparen es mir natürlich so einiges. Und wir können den Gleiter natürlich auch bekämpfen. So, eine Kiste und ein Herzteil. Yay, sammle ein weiteres und halte ein weiteres Herz. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Und das war scheiße getimed. Nochmal. So, vielleicht merkt ihr in meiner Stimme eine kleine Genervtheit. Gut, das liegt daran, dass ich diesen Part jetzt schon einmal abgedreht habe. Aber mein Emulator sich gedacht hat, hey, lass einfach mal wieder random ausgehen. Ich wette, da steht der Wichser total drauf. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Emulator ist kurz bevor ich den Part beenden wollte, abgeschmiert. Mal wieder. Ja, deswegen kam ja mal einen Tag lang gar nichts. Also kein Zelda. Musste Pokémon ran. Das war scheiße. Deswegen drehe ich das jetzt hier zum zweiten Mal. Aber es dauerte zum Glück nicht lange, nur 20 Minuten oder so. Ich habe mich beim Boss auch ziemlich kacke angestellt, deswegen hat es länger gedauert, als ich es eigentlich gewollt hätte. Falls jemand eine Ahnung hat, warum mein Emulator manchmal einfach random ausgeht, könntest du mir bitte in die Kommentare schreiben. Oder ist es besser? Ja, das ist weg. Nice. So, wir sind durch. Hier sind wir wieder beim Hauptraum sozusagen. Hier ist dann der Boss-Key oder der Master-Schlüssel, wie auch immer. Mit dem wir jetzt rüber können. Das war scheiße. Ich wollte eigentlich da eine Schiene entlang, aber die Schiene hat sich gedacht, nee. Du darfst nicht. Ah, Mann. Das Spiel mag mich echt nicht. Und drehen, 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 drehen. Und es dreht sich, Jungs. Das ist echt ein cooler Dungeon so gemacht. Das ist echt ein cooler Dungeon. Gefällt mir sehr. Und definitiv bis jetzt der beste. Und da kann keiner meckern jetzt. Der Dungeon war cool, hatte coole Gegner, er hatte coole Ideen. Bitte noch langsamer, Link, meine Fresse. Alter, ich drück doch Y. Dankeschön. Und rauf da. Oh, schön schnell. Aber ich denke mal, der Gleiter wird auf der Overworld nicht besonders nützlich sein, was Fortbewegung angeht. So, jetzt muss man hier abspringen. Zwar hier. So, und wieder drehen, 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 drehen. Ja, extra Mühe. Schön. A-Spammen. Ne? Jeder, der einen GameCube-Controller hat, der weiß, A-Spammen ist the best. Und nach oben. Und da ist auch der Boss. Eine Fee gibt's hier nicht, oder? Herzen gibt's hier. Die Full Life zu sein wäre auch ganz praktisch bei einem Boss. Eine Fee gibt's nicht. Aber ich habe eh zwei, ich kann eh keine mehr aufsammeln. Ich brauch die halt nie. Ich sollte da mal was anderes auf. Na gut, zwei Feen ist halt schon Premium.
Ich meine, Öl brauche ich nicht wirklich, weil Lampe kam ja auch nicht wirklich zum Einsatz. Irgendwie nur zwei Räume hier im Dungeon. Und da sind wir nun. Und da liegt er auch schon. Der Boss. Bowser, bist du das? Ah, du schon wieder. Kaum zu glauben, dass du den Weg hierher überlebt hast. Man nennt dich wohl zu Recht den Helden. Und doch, welch ein Jammer. Wirklich bedauerlich. Dies wird leider das letzte Mal sein, dass wir uns begegnen. Da würde ich mir nicht so sicher sein, du kleiner Wichser. Da würde ich mir gar nicht mal so sicher sein. Wer glaubt er denn, wer er ist? Mir hier die Show stehlen zu wollen hier. Und natürlich erweckt er das Ding zum Leben. Wäre langweilig, finde ich. Also ein Kampf wäre natürlich auch cool. Passend auch zum Tempel, wie ich finde. Wenn wir so ein lebendes Viech hier begegnen würden, der wäre zu viel zu langweilig. Hier sind wir schon über Skelette im Dungeon. Aber nun stehen wir gegenüber Riesenfossil Bestie Skeletulor. Ja, der Boss, ein absoluter Fan-Favorite, kann ich absolut verstehen. Das Konzept dahinter ist auch richtig geil. Wir müssen in der ersten Phase, was waren zwei Phasen? In der ersten Phase müssen wir seine Wirbelsäule zerstören. Das ist so geil. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass der Boss immer als einer der besten Twilight Princess angesehen wird. Kann ich nur nachvollziehen. Der nächste Boss ist auch ein Fan-Favorite. Bam. Außerdem spoilere ich mal noch nichts, falls sollte hier das Spiel blind sehen, was ich bezweifle, aber hey. Spikes. Und Spike Boy. Doch nicht. Hier aus dem Weg. Alter, jetzt kommen viel zu viele. Wieder abspringen und weiter geht's. Die Soldaten nerven echt hart, oder? Die können die auch kaputt machen. Nerv mich nicht. Cool. Alter, deine Tricksgriffe weg. Ah, genau die. Oh, fuck. Aber kein Schwung mehr. Zum Glück ist hier kein Treibsand, das wäre allerhöchste Betrug, wenn du dann aber mal tot bist. Und, Alter, sechsfacher Bandscheibenvorfall, Alter. Höllische Schmerzen. Und da liegt er schon. Na gut. Dann tätigen wir mal den Kreisel, ne? Das riecht mich immer noch so auf, dass der Emulator abgeschmiert ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, da hat so einen internen Timer immer wieder, wie abstürzen soll. Kriegt so auf. Aber egal. Und da ist er natürlich wieder. Wäre viel zu langweilig sonst. Wäre der einzige Boss, der noch langweiliger ist. Der Boss aus Wasser Dungeon in Ocarina of Time. Aber nee. Er ist nicht umsonst, wie erwähnt, ein Fan-Favorite. So, und in dieser Phase müssen wir jetzt mit dem Gleiter hier nach oben fahren und dann seinen lustigen Feuerbällen ausweichen. Und wir müssen zu ihm hin. Kacke. Ich bin auch zu schnell, so. Ich darf nicht so schnell hin und her springen. Das war mein Fehler auch schon bei der letzten Aufnahme. Ich bin viel
Zoll, wie ich ihn weggesprungen habe, lange nicht erwischt, deswegen habe ich mich so gut angestellt. Wie vorhin erwähnt. Aber jetzt. Jetzt kriege ich dich. Zwar schneller, als du es dir erhoffen kannst. So, Feuerball ausweichen. Hier, auf den Feuerball warten. Ausweichen. Den Feuerball warten. Ausweichen. Den Feuerball warten. Ausweichen. Und in die Fresse. Und zack. Zack. Nicht so, Link. Auch nicht so, Link. Bam. Ja. Gut, weiter geht's. Jetzt, in der zweiten Durchlauf, kommen nochmal Spikes dazu. Da sollten Spikes dazu kommen. Und wenn nicht, dann sind wir immer noch in der ersten Phase, weil ich mich so scheiße angestellt habe. Anscheinend, ja, weil es sind keine Spikes da. Ich habe mir so wenig Damage gemacht, dass er immer noch in der ersten Phase ist. Aber kacke. Aber vielleicht brauche ich dann ja nur zwei Phasen. Das wäre muchas grandes. Und in die Phrasen. Oh, ich habe kurz gedacht, ich verfehle ihn. Ganz kurz habe ich gedacht, dass ich verfehle. Bam und bam und bam und bam. Falsche Richtung liegt. Bam und bam. Oh, ich liebe diese Musik, wenn man die dann bearbeiten darf. So, jetzt sollten Spikes da sein. Ja, jetzt sind sie da. So, wir müssen den einfach nur ausweichen. Hier und dann wieder drauf. Dem Spike ausweichen, dann wieder drauf, meine Fresse. Wo ist denn der? So groß ist der Raum jetzt auch nicht. Da ist er. Ausweichen. 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 Ja, und da bin ich zu low. Da verpisst es sich wieder. Ich darf mich, ich stehe mich immer so viel zu kacke an. Ich will diese Höhe da abzuschätzen, weil hier steigen wir auf und da drüben ja nicht. So, perfekt. Oder auch nicht perfekt. Wir sind auch recht. Ich bin wieder zu niedrig, aber ne. Er war zu niedrig. Bam, 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 bam. Und tatsächlich, es braucht nur die drei Phasen, weil ich am Anfang nicht so viel Damage gemacht habe. Aber es ist egal, denn nun haben wir ihn besiegt. Boom. Wir haben es geschafft. Und im Schwert von Santo ist ein Herzteil. Beziehungsweise ein Herzcontainer. Okay. Oh, so. Gehen wir Dark. Der Schattenspiegel ist in greifbarer Nähe. Oh ja, das ist er. Herzcontainer, jetzt hat dein Herz steigt um 1. Jawohl. Und durch das Tor. Spiel speichern? Na, wieso nicht? Hab schon länger nicht mehr gespeichert. Na, schon einen guten Monat nicht. Okay. Wieder hier. Oh, wow, habe ich mir gerade kurz erschrocken. Kommen wir zum Ort, an dem wir Santo einen Besuch abstatten dürfen. Und wir brauchen den Gleiter. Na toll. Spiegelkammer. Oh.
Ja gut, was wir die spielen, kann man nicht, wenn wir uns nicht hin teleportieren könnten. Nicht wahr, Jungs? Achso, 5, wenn sonst nichts ist. So. Mach erst mal bis auf 2 alle tot, dann mache ich die halt fertig. Aber ich werde einfach gleich zu euch, ich habe auch keinen Bock, hier lang rum zu eiern. Kommt jetzt her. Und zwar alle. So, dich tot. Okay, gut, danke fürs Abbrechen. Danke. Stirb endlich. Gott, ey. Egal. Jetzt können wir uns jederzeit hierher teleportieren. Wenigstens etwas. So, und nach oben soll es gehen. In dieser wunderschönen Statue. Hoch. Natürlich wieder ein Drehschalter. Einzelnen Säulen erheben ist. Das soll er sein. Was ist das, was in den Ketten eingewickelt ist? Naja, das finden wir wahrscheinlich früh genug raus. Du-di-dum. Anscheinend hat Santo vorgesorgt. Unglücklicherweise. Denn der Spiegel ist offensichtlich nicht komplett. Die Weisen. In den Schatten lauert eine böse Kraft. Sie bringt uns Finsternis und Elend. Ihr Auserwählten, die das Schicksal hierher geführt hat, hört uns, ihr Träger des Siegels der Göttinnen. Wir sind die Weisen, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule seit ewigen Zeiten über den Schattenspiegel wachen. Doch der Schattenspiegel, den ihr sucht, wurde durch böse Magie zerbrochen. Diese Magie ging von einem aus, der eine dunkle Kraft besaß. Sein Name ist... Ganondorf. Haben wir den nächsten Bösen an der Backe? Ne, Santo ist uns ja noch nicht genug. Nö. Mit dem haben wir es jetzt auch noch zu tun. Er war der Anführer der Räuber, die in Hyrule eindrangen, um die Gewalt über die heiligen Städte zu erlangen. Da er über dunkle Kräfte verfügt und die Magie bewandert war, wurde er weiterhin nicht so schnell wegklicken. Das muss ich mir nicht erlauben lassen. Nur eins war ihm nicht bewusst. Er, sich der Gewahr nicht bewusst ist, der die außergewöhnliche Kräfte mit ihm bringt, entwickelt eine... Alter, nicht so schnell weg! Ihr könnt es ja pausieren und nochmal durchlesen. Also hingerichtet. Anscheinend nicht. Jedoch. Muss
muss er wohl eine Laune der Götter gewesen sein, dass durch er über eine besondere Kraft verfügt. Aber die Weisen handeln schnell. Und versiegeln ihn ins Schattenreich. Sein Hass und seine Gier verwandelten sich in einen dunklen Fluch. Und die dunkle Magie dieses Fluchs muss dann auf Zanto übergegangen sein. Jetzt wissen wir zwar, woher Zantos magische Kraft kommt, aber es ist schon viel zu spät, um noch etwas zu tun. Den Schattenspiegel endgültig zerstören kann nur ein anerkanntes Oberhaupt des Schattenvolkes. Jetzt hast du die Magie des Schattenspiegels zerbrochen und deine Scherben warten überall in Hyrule darauf, wiedergefunden zu werden. Eine befindet sich auf eisigen Gipfeln. Eine ist in einem heiligen Hain aus alter Zeit. Die dritte findet sich irgendwo in den Wolken. Ihr seid von den Göttinnen auserwählt, also werdet es euch sicher gelingen, diese drei Scherben des Spiegels zu finden. Doch seid auf der Hut. Auch den Spiegelscherben wohnen magische Kräfte inne. Na gut. Also müssen wir wieder auf Sammelquest gehen. Sie sagten, eisige Gipfel, ein heiliger Hain und über den Wolken. Nun, der nächste ist also in den weißen Gipfeln. Also gehen wir mal von der Reihenfolge aus, in denen sie sie gesagt haben. In den eisigen Gipfeln also. Also wahrscheinlich irgendwo hier. In Schloss Hyrule im Wirtshaus hat ja eine Freundin von Thelma gesagt, sie wäre Expertin in Sachen Berge. Dann würde ich mal behaupten, zu ihr zu gehen wäre keine dumme Idee. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich weiß, es ist ein irrer Gedanke. Hey. Dark, wo bist du? Ach, nicht der schon wieder. Hallo Dark, ich habe Post für dich. Hier sieht aus, Absender Burns. Sagt dir das etwas? Ja, tatsächlich. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Und ab die Post. Burns ist der Typ vom Bombenladen. Hatte wieder neue Bomben. Nicht okkulte Künste. Briefe. Eine echte Seltenheit. Wie läuft's denn immer so mit den Abenteuern? Kommen meine Bomben auch regelmäßig zum Einsatz? Tatsächlich schon. Ich habe ein paar fantastische neue Bomben im Angebot. Komm doch mal wieder im Laden vorbei. Ich bin sicher, du wirst begeistert sein, wenn du meine Bomben in Aktion siehst. Burns Kakeriko. Können wir mal bei Gelegenheit vorbeigucken? Können wir durchaus mal nachgucken bei Gelegenheit. Erstmal zu Thelmas Wirtshaus. Denn die eine hat ja uns schon gemeint, wir sind noch nicht erfahren genug oder sowas. Und wir sollen jemand anders bei ihr vorbeikommen. Ich denke mal, jetzt ist der Zeitpunkt dafür gekommen.
Dann ab ins Wirtshaus. So, ab dafür. Elmas Wirtshaus. Schön. Moin, Thelma. Wie geht's eigentlich der kleinen Ilia? Ich bin sicher, Leonard wird eine Methode finden, die Erinnerung zurückzubekommen. Aber du solltest dich erstmal um die dringenden Dinge kümmern, die anstehen. Und ich weiß, wo du, weißt du, anfangen solltest du dich einmal mit Ashley treffen. Sie ist ein von uns, ja. Und du triffst sie in den nördlichen Bergen von Hyrule. Sie kundschaftet dort die Gegend aus. Auf der Karte auf dem Tisch ist eingezeichnet, wo du hin musst. Jawohl. Und zwar... dort. Ashley ist gerade unterwegs. Sie meinte, sie will sich einmal in den Schneebergen umsehen. Na gut, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Und zwar in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess. Einen Like da lassen, abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Morgen kommt wieder Pokémon Schwarz mit Johnny. Ich weiß, ja, mit Johnny, denn ich bin da nicht mehr dabei, denn ich fahre jetzt in den Urlaub. Ja, ich werde jetzt fleißig Zelda vorproduzieren. Und dann gönne ich mir erstmal schönen Kroatien-Urlaub. Also, bis dann und ciao, euer Darkbean.